Herzlich willkommen, hier ist dieser Paul mit dem Thema MaxDome, Watch Ever und Amazon Instant Video mit Pipelight unter Linux. Das Pipelight Plugin kann nicht nur Silverlight aus der Windows-Welt auf den Linux-Desktop holen, sondern auch andere für Windows-Rechner gedachte Browser-Plugins wie Adobe Flash, Shockwave oder das Browser-Plugin des Adobe Readers. Das wird sicherlich den ein oder anderen freuen. So lassen sich die Video-on-Demand-Dienste von WatchEver, MaxDome und neu auch Amazon Instant Video auch unter Linux nutzen, ohne dass man allzu große Klimmzüge machen müsste. Die Installation von Pipelight ist inzwischen nicht mehr sonderlich schwer. Die speziell angepasste Wine-Version hat sich eigentlich in allen inoffiziellen Paketquellen der Linux-Distribution breit gemacht. Unter Ubuntu lässt sich Pipelight recht einfach aus dem PPA des Pipelight Dev Team installieren. Es gilt, die Paketquelle einzubinden, das Plugin aus dieser zu installieren und dann Silverlight zu aktivieren. Ubuntu-User finden im Wiki von ubuntuusers.de eine gute Anleitung. Allerdings ist diese noch in der Baustelle des Wikis. Ich beschränke mich hier einfach nur schnell auf die nackte Installation der Pakete. Viele Installationsanleitungen findet man hier auch auf der Webseite, zum Beispiel hier für Ubuntu oder zum Beispiel für andere Systeme, auch zum Beispiel für SteamOS. Und bei Linux Mint hier müssen einfach nur die vier Befehle ausgeführt werden für die Installation und dann mit dem Kommando hier unten kann man dann noch Silverlight aktivieren. Und das mache ich jetzt mal einfach. Einfach die Kommandos kopieren und dann in ein Terminal einfügen und ausführen. Zum Beispiel ein PPA hinzufügen, dann ein Update durchführen. Update, dann folgt die Installation mit apt-get install, okay, dann Enter und dann zum Schluss wird noch ein Update gemacht mit dem Pipelight Plugin, einfach zum Beispiel Kommando kopieren und einfügen und Enter. Okay, dann mit sudo Leerzeichen Pipelight minus Plugin Leerzeichen minus minus Help werden alle vorhandenen Plugins angezeigt bzw. auch die Optionen und User-Kommandos. Und mit dem Kommando kann ich nun Silverlight aktivieren. sudo Leerzeichen Pipelight minus Plugin minus minus Enable Silverlight und Enter. Ja, ich möchte. Nach der Installation muss man sich eigentlich um nichts mehr kümmern. Allerdings solltet ihr nicht sofort zu MaxDome, WatchEver und Co. rennen. Es gilt noch den Diensten vorzutäuschen, dass ihr mit einem Windows-Rechner unterwegs seid. Alleine Silverlight Pipelight als Plugin im Browser installiert zu haben, reicht leider nicht aus. Mit dem Update auf Pipelight 0.2.6 ist das Ändern des User-Agents nicht mehr zwingend nötig. Testet daher den von euch genutzten Video-on-Demand-Dienst erst einmal ohne ein User-Agent-Changer aus. Dazu müsst ihr euch ein kleines Add-on installieren, das den User-Agent des Browsers ändert, wenn ihr das machen möchtet. Für Chrome gibt es dafür zum Beispiel den User-Agent-Switcher für Chrome. Wer lieber mit Firefox im Netz unterwegs ist, kann zum User-Agent-Overrider greifen. Für Opera gibt es den User-Agent-Switcher. Und das Add-on kann man wie folgt installieren. Man geht auf Extras, Add-ons, Add-ons suchen, gibt oben ein
User, Agent. Overrider, Enter. Dann benutzt man den Button Installieren, um das Add-on zu installieren. Und das findet man dann bei Erweiterung. Die Einstellung macht man hier an der Seite. Nehmt als Agent am besten ein Firefox für Windows oder Mac OS X. Ein Internet Explorer vorzugaukeln solltet ihr vermeiden, da sonst die Seiten ihr Glück mit ActiveX versuchen. Zudem solltet ihr bei Problemen noch die Cookies der bereits von euch besuchten Video-on-Demand-Anbieter löschen. Diese registrieren nämlich unter anderem, mit welchem System ihr unterwegs seid, und speichern diese Informationen per Cookie im Browser ab. So kann es vorkommen, dass der Dienst nach wie vor behauptet, keine Filme unter Linux abspielen zu können, obwohl ihr bereits den User Agent geändert habt. Okay. Löscht daher die Cookies von MacStorm, WatchEver und Co. Unter Chrome findet ihr die Settings unter Einstellung, erweiterte Einstellung ausblenden, Inhaltseinstellung, alle Cookies und Webseitendaten. Arbeitet ihr mit Firefox, dann klickt am besten mit der rechten Maustaste in die MacStorm, WatchEver oder Amazon Videoseite und lasst euch da die Seiteninformationen anzeigen. Ich mache jetzt das einfach mal mit der Seite. Rechte Maustaste, dann Seiteninformationen anzeigen. Dort geht ihr in den Reiter Sicherheit, hier ganz hinten, und tippt auf Cookies anzeigen. Ein Klick auf Alle Cookies entfernen, hier unten, räumt dann endgültig auf. Funktioniert denn Pipelight bei WatchEver? Die Antwort ist relativ kurz, ja. Beim Aufruf eines Films in MacStorm meldet sich Silverlight mit dem Wunsch, mehr Daten im Speicher ablegen zu dürfen. Erlaubt man das Reservieren von über 9 GB Daten, dann geht es auch weiter mit dem Video. Über die Qualität des Streams kann man auch mit Pipelight unter Linux nicht meckern. Auch Amazon Instant Video bietet Video on Demand auf Basis von Silverlight an. Hier gilt es auch wieder, der Webseite zu erlauben, das Plugin zu laden. Schon kann man in der recht reichhaltigen Auswahl von Amazon Instant Video stöbern und Videos abspielen lassen. Die Qualität ist wie bei den anderen Anbietern okay. Auch die Prozessorauslastung hält sich in Grenzen. Das war User Paul von Open Screencast. Ciao und viel Glück!